ganz herzlich willkommen zur Heute-Show. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ihnen hier im Studio vielen Dank fürs Kommen. Und ich kann nur einmal mehr sagen, meine Damen und Herren, was für eine Nachrichtenlage im Moment. Wenn man mal überlegt und zusammenzählt, übermorgen wird Frankreich eine Sowjetrepublik. Dann, hier haben Sie das gesehen, griechische Staatsanleihen wurden diese Woche hochgestuft. Kein Witz, vom Status, ich glaube, Leiche auf Status Wachkoma oder so ähnlich. Und bei uns in Deutschland, das wissen Sie natürlich, da jagt eine Schicksalswahl die nächste. Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW. Vergiss die Samthandschuhe. Ab jetzt gibt es frontal auf die Omme. Wir sind uns offensichtlich ja einig. Da sind wir uns ja einig. Das ist eine super Sache. Schluss mit Phrasen. Hier kommt Tacheles. Volatilität. Verunklarung. Konnexität. Meine Fresse, wird das spannend. Hey Blondie, das gilt auch für dich. Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW. Kreuz mich an, du Sau. Ja. Und für die Studienräte unter Ihnen zu Hause, die das sprachliche Niveau an dieser Stelle beklagen, so ist das nun mal vor entscheidenden Wahlen. Ne? Da wird die Luft enger, da wird der Ton ein bisschen rauer, deftiger. Ne? Ich frage mal die Kollegin Mioska von den Tagesthemen, können Sie das auch bestätigen? Was willst du, du Schwuchtel, du hast mir gar nichts zu sagen. Dann nicht! Unnötig scharf im Ton. Gut, zu den Krabbenpudlern kommen wir gleich, reden wir erstmal über die richtigen Wahlen. Also in Nordrhein-Westfalen. Hannelore Kraft wirbt weiter für ihre vorsorgende Finanzpolitik. Das heißt übersetzt, wir geben schon mal vorsorglich alles Geld aus, damit unsere Kinder und Enkel das später nicht mehr machen müssen. Und im Straßenwahlkampf, da macht der Schuldenhanni sowieso keiner was vor. Ich wollte mal gucken, wie denn so ist. Hier ist es schön. Ja, hier ist es schön. Wir haben nur eins zu bemängeln. Also, jetzt, los geht's. Mit der Mülltonne. Mit der Mülltonne. Tja. Das ist das Ruhrgebiet. So kennen wir es. Mit der Mülltonne. Können Sie die vielleicht mal sauber machen, Frau Ministerpräsidentin? Wo Sie eh gerade da unten rumlungern? Ne? Da müssen Sie wirklich mal drauf achten. Das ist kein Spaß. Sobald die Frau Kraft auf echte Menschen trifft oder auf Wähler, dann klingt die plötzlich wie Techtmeier. Ne? Na, alle die im Lucky alten Klötenbären. Ne? Ich bin immer eine von euch geblieben. Ne? Eigentlich redet die Frau Hochdeutsch. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und ich sehe das vom Menschen her. Wow. Wie ungewöhnlich, der Mensch im Mittelpunkt. Ne? Bei allen anderen Parteien steht ja der Schimpanse im Mittelpunkt. Das ist Mutti-esker Wohlfühlwahlkampf vom Feinsten. Und ja, Krafts, sagen wir mal aus Spaß, Rivale, Norbert Röttgen. Ja, das ist bei allen Qualitäten jetzt kein Mann für die Straße oder für den Straßenwahlkampf. Der Norbert, der braucht Kameras, der braucht Scheinwerfer, ein TV-Duell, oder wie heißt das? Guten Abend und herzlich willkommen zum DV-Duell. Genau. Ja. Willkommen zum DV-Duell. Heute mit Hannelore Haft und Röhrbert Notken. Doll, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Nein, nein, vor allem für Röhrbert, Norbert. Ist es eine Riesenchance gewesen, dieses Duell? Klar, er verrät uns auch weiterhin nicht, wo genau er sparen möchte. Und er hat auch weiterhin eine Allergie gegen in Düsseldorf wohnen. Aber er kann mal beweisen, dass er eben nicht dieser blutleere Besserwisser und Zahlenhuber ist, für den ihn alle halten. Als Armin Laschet ins Amt kam, gab es 10.000 Plätze. Als er das Amt verließ, waren es 90.000 Plätze. Aha. Der Bund hat dafür 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. So viel? In Ihrer knapp zweijährigen Amtszeit sind gerade mal 10.000 Plätze geschaffen worden. Was? 100.000 sind es. Das Land braucht 144.000 Plätze. Moment, nicht so schnell, Plätze. Nicht so schnell! Sie haben noch 15 Monate Zeit. Haben, hätten was denn? Wenn Sie weiter regierten, Sie haben in zwei Jahren 10.000 geschaffen. Ich sehe nicht, wie Sie in 15 Monaten 44.000 schaffen wollen. Ich geb's auf, das hat doch keinen Sinn. Ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. Wer schreibt denen denn die Texte? Graf Zahl?
Oh, ne, Kinder. Also, Röttgen, das geht mir einen Tick zu weit. Das geht ins Persönliche, Röttgen. Also, ich finde, gerade wenn er so unterwegs ist, dann gibt er schon Gas im Wahlkampf. Norbert Röttgen fährt einen Tag lang mit Journalisten durchs Land. Ja, dabei war der Journalist erst vor 2 Minuten eingestiegen. Aber dann ist der Norbert ans Mikro gegangen. Und am Sonntag wird ja in Dings gewählt. Na, komm, wie heißt die Wiese noch? Schleswig-Holstein, genau. Ja. Das ist, ja. Viele wissen das nicht. Aber die Bundesrepublik, schnallen sich an, geht hinter Hamburg noch weiter. Ne? Wir stellen Ihnen dieses putzige Bundesland mal kurz vor. Schleswig-Holstein, ein Land mit enorm begrenzten Möglichkeiten. 1982 einmal komplett vom Meer überspült, was den Geruch erklärt. Weltberühmt für seine Toleranz und seine notgeilen Politiker. Es war schlichtweg Liebe. Nein, war es nicht. Schleswig-Holstein, Heimat der Schentiköre. Again! Mit schillernden Metropolen wie Süderbrarup oder Elmshorn. Elmshorn? Machen Sie sich mal einen Begriff. Was soll man dazu noch sagen? Gott schütze Schleswig-Holstein. Nee, ist klar. Gott hat hoffentlich was Besseres zu tun. Ja. Inzwischen schon fast sowas wie eine liebgewonnene Heute-Show-Tradition. Sinnloses Bundesländer-Bashing. Nein, wirklich, es ist ein wunderbares Land. Das findet übrigens auch unsere Bundeskanzlerin, die natürlich alles Menschenmögliche tut, um dem CDU-Spitzenmann zu helfen. Falls man das hier Hilfe nennen kann. Die schöne Natur, die schöne Landschaft, all das hat auch die Gefahr, dass man arbeiten muss, um an die Orte zu kommen. Ja. Das ist auch wieder so ein Merkel-Satz, da können Sie jahrelang drüber nachdenken. Bringt Sie keinen Millimeter weiter. Man weiß halt auch so wahnsinnig wenig über die politische Gemengelage in Schleswig-Holstein. Wir schalten live nach Kiel zu unserem Wahlbeobachter Klaus von Wagner. Klaus, eins mal bitte gleich vorab. Wir verzichten heute mal ganz auf alberne Wortspiele à la Hedwig Holzbein, oder? Klar, ich bin Sie, das ist ja nun wirklich ausgelutscht. Hedwig Holzbein, scheiße. Wie war die Frage? Ich hatte noch gar keine Frage gestellt, aber gut. Wer sind denn die Spitzenkandidaten, auf die es da oben übermorgen ankommt? Ja, das sind, ach was weiß ich nicht, Oliver, die kennt selbst hier kein Mensch. Um in Schleswig-Holstein als Politiker bekannt zu werden, müssen Sie mindestens was mit einer 16-Jährigen anfangen. Hm. Oder sich eine Badewanne einlassen. Natürlich. Ja gut, aber, nein. Das ist die haben eine Skandalnudeltradition, das stimmt schon, aber da treten doch schon noch welche an am Sonntag, oder nicht? Ja, in gewisser Weise schon. Aber CDU und SPD können Sie hier kaum voneinander unterscheiden. Programmlich. Und optisch eigentlich auch nicht. Juste Jager und Thorsten Albig. Wenn man zu lange hinguckt, verschmelzen die quasi zu einem einzigen farblosen Fleck. Hat sich verbessert. Naja. Immerhin, einer dieser beiden, ich glaube, es war der mit der Brille. Ah, die haben wir beide eine Brille, ist ja auch egal. Einer von diesen Flitzpiepen jedenfalls hat einen ganz hippen Wahlkampfblock, da konnte man total aufregende Sachen erfahren. Wir haben heute den x-ten Tag von x-Tagen, heute Morgen am Zopp, Café de Go ohne Kaffee. Viele Äpfel verteilt und Gespräche geführt. Man sieht auch Schweine, wie man sie sonst nicht sieht. Das hinter mir ist mein Strandkorb. Cool. Ja. Super, den wähle ich. Der hat einen Strandkorb. Ja, ich sage es immer wieder, das Internet war ein einziger großer Fehler. Was ist denn mit der dänischen Minderheit? Oh, gefährliche Leute. Die CDU hat ja schon gewarnt vor der Dänenampel. Also vor einer Überdänung der Politik. Hier ein Bekennervideo. Hallo, ich bin Anke Spurndung vom SSW. Gucken Sie mal, die kann Fahrrad fahren. Ohne Stützräder.
Der SSW fordert, dass man sein Fahrrad überall mit hinnehmen kann. Schulhöfe, Fabriken, anderer Leute Büros, überall. Und für die gilt ja nicht mal die 5%-Hürde, weil sie eine Minderheit vertreten, nämlich Dänen und Friesen. Moin, Frau Spondong. Was? Das ist doch voll ungerecht. Die FDP vertritt auch eine Minderheit. Hotelbesitzer und Apotheker. Hallo, Frau Spondong. Ach. Um die FDP machen Sie sich mal keine Sorgen. Deren Kandidat Wolfgang Kubicki steht in den Umfragen gut da. Sein Trick? Erfrischende Ehrlichkeit. In einem Zeitungsinterview meint Kubicki sogar, die FDP habe generell verschissen. Ja, wählen Sie mich, denn ich finde meine eigene Partei zum Kotzen. Also mich hat er überzeugt. Gut, Sie wählen FDP, dann zeige ich Ihnen mal meinen Favoriten. Die haben ja auch Piraten. Die heißen nur anders. Maritime Union Deutschlands. So ein leeres Netz hat die Ähnlichkeit mit den leeren Portemonnaies vieler Bürger. Der Tourismus kann durch die Wiederaufnahme sogenannter Butterfahrten weiter angekurbelt werden. Tja, so machen wir das hier oben im schönen Hedwig-Holzbein. Ja. Sind wir fertig? Wir lassen uns die Butter nicht vom Boot nehmen. Und sind gespannt. Achtung, was kommt? Ich hab's gewusst. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. So, liebe Zuschauer, in diesen Tagen, da feiern wir einen Geburtstag. Na gut, feiern jedenfalls. Die Bild-Zeitung wird 60 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Bild. Demnächst kriegt jeder deutsche Haushalt ein Gratisexemplar. Also bei Zeiten den Briefschlitz zunageln. Andererseits, die Bild war und ist die Zeitung des kleinen Mannes. Was sagt der kleine Mann eigentlich dazu? Bild ist für mich eine Boulevardzeitung, die mich sehr gut informiert. Ja, das ist mal ein Satz, der ausschließlich aus Fehlern besteht, meine Damen und Herren. Naja gut, der Karasek hat halt nicht so viel Ahnung vom gedruckten Wort. Fakt ist, die Bild hat im Laufe der Jahrzehnte auch durchaus ein paar Fehler gemacht, für die man sich mal entschuldigen könnte. Und weil die Bild das nicht macht, macht's halt Martin Sonneborn. 60 Jahre Schlagzeilenterror. Die Bild-Zeitung hat Geburtstag. Zeit zu handeln. Behrendt? Wir sind gekommen, um uns bei Ihnen zu entschuldigen. Guten Tag. Sind Sie die Dame des Hauses? Ja. Wir kommen von der Bild-Zeitung und wollen uns entschuldigen. Warum dass wir wollen Sie sich entschuldigen? Ja, dass wir die Leute 60 Jahre für dumm verkauft haben. Ach so. Da wollen wir sagen, ganz ohne ist es ja auch nicht. Aber ein bisschen weit Wahrheit ist immer dran. Deutscher Erfinder kann aus Katzen Benzin machen. Für eine Tankfüllung braucht er 20 Miezen. Also, das ist Gottes Willen. Aber meistens ein bisschen weit Wahrheit ist meistens dran. Oh, das ist das Girl von Seite 1. Da steht der Herr auch mal auf. Ich kann das auch hier rüberziehen, dass Sie ein bisschen was sehen. Damit du was siehst. Ja. Frank Elstner ausgeraubt, auch sein Glasauge weg. Wirklich? Ja. Diese Wüstensonne, werden wir alle Afrikaner? Also, weiß ich nicht, was Sie für Redakteure haben. Also, nur muss ich ganz ehrlich sagen. Nur die Besten. Verstehen Sie überhaupt, was wir schreiben? Ja. Was bedeutet zum Beispiel Nippelalarm? Ja, die Brustwarzen im Prinzip, wenn die zu sehen sind. Also wäre bei Ihnen jetzt Nippelalarm? Wir möchten Ihnen diese Sektflasche überreichen, einfach dafür, dass wir sie für dumm verkauft haben. Und wollten fragen, ob Sie irgendwelche Geldfolgen haben. Nein, habe ich nicht. Schlaflosigkeit? Nein, ich habe keine Schlaflosigkeit. Nervöses Zucken? Wie könnten wir unsere Fehler wieder gut machen, indem wir A, das Niveau senken oder B, das Niveau stark senken? Die Mehrzahl der Leser wird wohl doch wahrscheinlich auf stark senken gehen. Ja, das geht ja nicht mehr. Das ist das Problem. Macht Hartz IV faul? Fragezeichen. Ja, für manche Menschen ja. Ja. Und alle Ausländer, die hierher kommen, die leben ja auch gut von dem Geld. Wir von Bild sagen, wer arbeiten geht, ist doch richtig schön blöd. Sind Sie blöd? Wahrscheinlich. Weil die anderen genauso gut geht. Die Schmarotzer, um nur ein Thema wieder zu sein. Ja.
Naja, und das ist ja prima, dass sie wenigstens mal heute die Wahrheit sagen. Ja. Entschuldigung. Als Entschuldigung für die 60 Jahre Schlagzeilen der Bild-Zeitung möchten wir Ihnen ein Arte-Magazin überreichen. Ich muss sagen, ich halte von so einem Magazin überhaupt gar nicht so viel. Weil ich bin eigentlich hier im Jahr und möchte mich erholen. Dann entschuldigen wir uns noch mal herzlich. Das Unternehmen Entschuldigung ist geglückt. Wir geben zurück in die Bildredaktion. Dankeschön. Martin Sonneborn. So. Der Skandal diese Woche und Titelgeschichte im Spiegel. Bei Aldi werden offenbar Kundinnen heimlich beim Einkaufen gefilmt. Ekelhaft. Bei Aldi Süd in Hessen, auch hier in Frankfurt am Main, sollen Filialleiter mit Überwachungskameras heimlich voyeuristische Aufnahmen von Kundinnen gemacht haben. Und um dagegen zu protestieren, dass Aldi heimlich die dicken Hintern von Kundinnen filmt, hat ein ARD-Team heimlich die dicken Hintern von Kundinnen gefilmt. Heuchlerbande. Da lobe ich mir den Nachrichtensender Kabel 1, meine Damen und Herren. Dort sollen sie Kundinnen beim Hineingreifen in Kühltheken heimlich in Ausschnitte gefilmt haben. Schlimme Bilder? Wir mussten sie Ihnen nicht zeigen, aber wir wollten unbedingt. Was ist da los bei unserem Lieblingsdiscounter? Wir durften leider nicht bei Aldi drehen und haben daher von Ihren GEZ-Gebühren eine komplette Filiale originalgetreu nachgebaut. Und der begrüße ich jetzt Tina Haust, meine Damen und Herren. Mensch, ja. Tina, ich wollte schon sagen, schön haben Sie es hier, aber das wäre ja gelogen. Tina, habe ich das alles richtig verstanden, damit wir hier keinen Quatsch erzählen? Aldi filmt seine Kunden. Vorsicht, Oliver, nicht Aldi. Aldi Süd, das ist wie Nord- und Südkorea. Das können Sie überhaupt nicht vergleichen. Ach so, bei Aldi Nord ist alles in Ordnung. Ja klar, da werden die Mitarbeiter nur zur vollen Stunde geschlagen. Aber abgesehen davon, heimlich gefilmt wird doch heute an fast allen Arbeitsplätzen. Ehrlich gesagt, ich habe bei uns auch manchmal das Gefühl, dass hier irgendwo Kameras sind, Oliver. Ach, ja. Doch paranoid. Das würde das ZDF nie machen. Achtung, 17 bitte die 80. 17 bitte die 80, bitte. Hä? Was bedeutet das denn, 17 die 80? Das bedeutet, eine 17-Jährige mit Körbchengröße 80D hat die Filiale betreten. Ah. Hallo? Herr Filialleiter, minderjähriges Geschoss mit Mörderhupen in Gang 3. Bitte sofort heimlich filmen, am Gurkenregal. Also, Moment mal. Heißt das, die Aldi-Manager sind alle Profispanner und machen die ganze Supermarktsache nur so als Tarnung, oder wie? Naja, im Grunde schon. Also typische Frauenprodukte wie Hair-Conditioner oder Weinbrandbohnen, die werden grundsätzlich in die unterste Regalebene gepackt. Was? Ach so, dann muss ich mich danach also bücken, verstehe. Sieh nicht, Oliver. Bitte was? Nicht. Nicht filmen. Wieso denn? Nicht filmen. Was? Ah, verstehe. Ich bin natürlich nicht gut genug für den feinen Herrn Filialleiter, ist klar. Ach, Oliver, wir sind immer so gnadenlos mit unseren Urteilen über andere Menschen. Wie wär's denn mal mit ein bisschen Mitleid? Mitleid mit Männern, die es sexuell erregt, wenn sich übergewichtige Hausfrauen nach Hundefutter bücken. Sind die nicht schon genug gestraft? Ja. Wir haben da mal eine Simulation vorbereitet. Diesen Bildern habt ihr mir die Meißelmännchen für immer versaut. Das ist ja deprimierend. Ja, die ganze deutsche Discounter-Szene ist jetzt total verunsichert. Bei Aldi darf man plötzlich keine Kundinnen mehr filmen, bei Lidl keine Angestellten. Ja, wen darf man denn überhaupt noch filmen in diesem Land? Ja, vielleicht niemanden, nur mal so als Idee. Ach so. Das ist doch das Letzte. Wirklich, bei Aldi dürfen Angestellte keinen Betriebsrat gründen und werden in einer Tour gegängelt und kontrolliert. Ja, aber dafür hat Aldi auch eine gute Erklärung. Hier ein Auszug aus einem internen Papier. Eine Überschrift. Kontrolle. Denn
Kontrolle ist positiv und wichtig, heißt es. Und der Mitarbeiter hat ein Recht auf Kontrolle. Verstehen Sie, Oliver? Jeder Mensch hat ein Recht darauf, von Aldi kontrolliert zu werden. Also ehrlich, jetzt die armen Schweine, die müssen in einer Tour Überstunden machen und werden ganz oft nicht mal dafür bezahlt. Ach, Sie sind so süß. Jetzt regen Sie sich kurz auf, weil der Spiegel diese Geschichte gebracht hat. Und wenn es nächste Woche wieder diesen wahnsinnig günstigen spanischen Rotwein gibt, dann sind Sie doch der Erste in der Schlange. Moment mal! Nächste Woche schon? Dieser Rioja für 3,99? Die haben ja zum Teil echt gute Sachen bei Aldi. Nächste Woche! Wow! Auch der Champagner kommt ja dann... 38 bitte, sofort 00. 38.00. Was heißt das denn? Die Filialleitertoilette ist schon wieder verstopft. Na dann viel Spaß. Tina Austen, meine Damen und Herren. So. Die Zustände bei Aldi. Ja, meine Damen und Herren. In Lübeck und in Neumünster haben Piraten und Grüne nur 60 Kilometer voneinander entfernt in dieser Woche ihre Parteitage veranstaltet. Die Piraten haben sogar einen neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Und der ist nicht nur Bundesvorsitzender, sondern, wie war das? Ich bin aber auch so etwas wie ein Transmissionsriemen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Junge, schmeiß den Transmissionsriemen auf die Orgel. Wir haben Parteitag. Ja. Genau das fordert die Piratenbasis von ihren Chefs, die ja auch nur für ein Jahr gewählt werden. Bescheidenheit am Rande der totalen Selbstverleugnung. Ja, Grüne, ne, statt über die Piraten zu lästern, was ihr jetzt in einer Tour macht, fragt euch mal, was ihr von denen lernen könnt. Lektion 1. Nervige Journalisten mit Ahnungslosigkeit verblüffen und anstecken. Möchten Sie mitregieren? Also das hatte ich ja schon an anderer Stelle gesagt, ich bin ja größenwahnsinnig genug, ich kann mir ja selbst alles vorstellen, wenn der Tag lang ist. Ne? Aber erstens jetzt zu der Sache mit dem, was war jetzt Ihr erster Punkt, habe ich jetzt wieder vergessen, mit dem, was hatten Sie gesagt? Ich muss jetzt selber überlegen, weil ich es ehrlich gesagt jetzt auch vergessen habe. Stopp! Was weiß ich denn? Was weiß ich denn, was ich vor 10 Sekunden vor mich hingebrabbelt habe? Ich bin Journalist! Das ist euer Problem, Grüne. Ne, im Gegensatz zu den Piraten beharrt ihr störrisch auf klaren Positionen und Inhalten. Da haben die Leute aber keinen Bock drauf auf Inhalte. Lektion 2. Auf Parteitagen wollen die Leute Bällebäder. Am Rande lädt die pirateneigene AG Flausch zum Bad im Bällepool. Es gibt ja auch Kritik, dass das Know-how und dass die Inhalte auch noch ein bisschen fehlen. Dass der politische Gegner das so sieht, okay. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, ich habe mein Telefon hier drin verloren. Nein! Nein! Mein Smartphone, ich bin offline! Ah! Ja, das überleben Piraten maximal 3-4 Minuten. Dann zerfallen die zu Staub wie ein Vampir in der Sonne. So, Grüne, aufpassen und mitschreiben. Lektion 3. Selbst wenn deine Parteifreunde käsige Nerds sind, nimm sie ruhig mal in den Arm. Es gibt Free Hugs, freie Umarmungen von qualifiziertem Personal. Weil ich Mitglied der Kuschelpiraten bin. Die haben so vor 2 BPTs gegründet. Und weil wir meinten, es muss ein bisschen mehr Liebe unter den Piraten geben. Ja, mehr Liebe, ein wichtiger Hinweis in einer Partei, die zu 86% aus männlichen Jungfrauen besteht, meine Damen und Herren. Nein, Entschuldigung. Nein, das ist ein schaler Scherz meinerseits. Verzeihung. Ein dummes Klischee. Quatsch. Natürlich gibt es bei denen auch Frauen, die übrigens, ist kein Witz und auch eine sehr grüne Debatte, die nicht mehr alle Piratinnen genannt werden wollen. Ne? Gibt eine Debatte darüber gerade. Wie nennt man weibliche Piraten politisch korrekt? Hier ein paar Vorschläge von uns. Piratöse, Piratussi und ganz klassische Hafenschlampe. Wobei, es ist ja im Grunde spießig. Ich meine, wie spießig heute noch so in Männer-Frauen-Kategorien zu denken? Die Piraten sind da ja schon einen entscheidenden Schritt weiter. Wäre dann nicht eine Frau vielleicht die bessere Kandidatin, der bessere Kandidat? Es kommt einfach darauf an, was der Mensch im Amt tut. Es könnte auch ein transsexuelles Eichhörnchen diesen Job machen. Ein transsexuelles Eichhörnchen? Wie habe ich mir das denn vorzustellen, hä? Ach so, ja. Das macht Sinn. Also seht's mal ein, Grüne.
Ihr seid im Grunde wie Madonna. Erfolgreich in den 80ern und 90ern, aber heute nur noch faltig, alt und neidisch auf Lady Gaga. Ne? Kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte. Ganz Deutschland diskutiert ein Thema. Fritz Wepper kehrt zu seiner Frau zurück. Das war ein falscher Zettel. Darf man in einem Land wie der Ukraine unbeschwert Fußball gucken? Die Menschen auf der Straße haben da eine klare, ja, ich möchte sagen, glasklare Meinung. Ich würde auf alle Fälle hinfahren, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Und ich würde diese unhaltbaren Zustände von Sander Bundesrepublik nicht so hoch spielen. Hä? Also entweder die Zustände sind unhaltbar oder sie werden in der Sprache der Fußballprofis hochsterilisiert. Hier, Panini. Panini hat jetzt extra für die EM ein Sammelalbum mit ukrainischen Oppositionellen rausgebracht. Ah, schade, den mit den Pfeilchen habe ich doppelt. Naja. Wie soll Deutschland sich verhalten? Ich begrüße unseren Experten für menschenverachtende Ballsportarten, Christian Ehren. Christian, darf man da hin? Schwierig, Oliver. Schwierig. Und wie immer, wenn man unsicher ist im Leben, einfach auf kompetente Politiker hören. Und wenn von denen keiner Zeit hat, auf Sigmar Gabriel. Deswegen finde ich, sollte auf gar keinen Fall ein Politiker in die Ukraine fahren. Wir haben genug Möglichkeiten, uns bei unseren Nachbarn in Polen Spiele anzuschauen. Ja, vielen Dank auch, Sigi. Alle deutschen Vorrundenspiele finden in der Ukraine statt. Ja, und dann gucke ich halt nicht Deutschland gegen Holland in Charkow, sondern zum Beispiel Irland gegen Kroatien in Posen. Ich meine, Fußball ist Fußball. Bei Ihnen weiß ich echt nicht, wo ich anfangen soll, Ehren. Das ist hoffnungslos. Oliver, gut, dann hören Sie halt auf Renate Künast. Die sagt, Zitat, der orangene Schal war ein Zeichen für die Revolution in der Ukraine. Ein solches Zeichen sollten Funktionäre und Sportler deutlich sichtbar tragen. Herr Ehren, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich soll beim Spiel Deutschland gegen Holland einen orangenen Schal tragen. Ja. Den einzigen Schal, den man dann nicht tragen darf. Das ist Renates tolle Idee, im Ernst ja, jetzt. Ja, Oliver, verstehen Sie denn nicht? Die suchen halt verzweifelt nach einer Lösung, die ein bisschen nach Protest aussieht, aber die EM natürlich nicht wirklich gefährdet. Meinen Sie, unsere Politiker wollen sich ernsthaft anlegen? Wie mit der Ukraine jetzt? Quatsch, mit Adidas und Nike, mit den Sponsoren. Hm. Ukraine, die haben ja nicht mal Öl, die Vögel. Ja, aber was mache ich denn jetzt als Fan konkret? Hinfahren und ein schlechtes Gewissen haben oder was? Keine Angst, hier kommt die Lösung, Oliver. Ich denke, jeder, der die Ukraine besuchen möchte, sollte auch einen der Gefangenen im Gefängnis besuchen. Wie jetzt? Was? Jeder Fan soll einen Gefangenen besuchen? Ja, ich weiß, die Rechnung geht noch nicht ganz auf, aber vielleicht verhaften die Ukrainer bis Juni ja noch genügend Leute, ja. Dann geht das. Hoffentlich. Und was sagt der DFB? Der DFB? Hm. Der DFB? Bei der WM 78 in Argentinien, ja? Da wurden während des Spiels Leute in der Umkleidekabine gefoltert. Da haben unsere Jungs nachher die Blutflecken weggeduscht. Der DFB? Ja, also wie denn jetzt? Ich soll mit einem orangenen Schal einen ukrainischen Gefangenen besuchen, aber nur in Polen. Ja, so ungefähr. Hier kommt das ultimative Fazit. Jeder weiß, was Fußball für Deutschland bedeutet. Also hin. So denkt der Deutsche. Tja. Übrigens, Oliver. Was ist eigentlich mit den Tickets? Sie wollten mir Tickets besorgen. Hat das eigentlich geklappt? Was? Ach so, ja, ja, das hat geklappt. Hier, ich habe Ihnen zwei besorgt. Ja, super. Ja, ja, ja. Wie? Irland gegen Kroatien? In Posen? Ach, Fußball ist doch Fußball. Christian Ehren, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das wird ein Kracher. Ein Klassiker. Danke. So, meine Damen und Herren. Falls Sie planen, morgen früh oder Vormittag was fürs Wochenende einzukaufen, hätte ich noch einen wichtigen Hinweis für Sie. Tun Sie es nicht. Als die Rentnerin im April 2010 die Wohnung verlässt, ahnt sie nicht, dass direkt vor ihrem Fenster ein Haus gebaut wird. Als ich nachmittags nach Hause kam, waren die Fenster zu. Es war dunkel. Und der Vermieter stand vorne und sagte, ja, sehen Sie, so schnell kann das gehen. Entschuldigung. Tja, so schnell kann es gehen. Die Heute-Show ist auch schon wieder vorbei. Jetzt kommen Aspekte. Da geht es unter anderem um die Band von Hannelore Kraft. Die heißt Kraftklub. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, danke fürs Zuschauen.